Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Business ganz einfach, die Show, wo wir euch die wirklich wichtigen Dinge in der Geschäftswelt erklären. Alle werden dir die Haare geschnitten. Könnte ich dich auch fragen. Heute geht es um das Thema, und zwar wollen wir euch nicht wirklich was erklären, sondern ich habe meinem Vater gefragt, dass wir mal darüber reden, was so seine größten finanziellen Fehler waren in der Geschäftswelt, die er bis jetzt in seinen jahrelangen Erfahrungen gemacht hat. Naja gut, das Thema größten Fehler, das ist grundsätzlich immer, wie will ich es mal sagen, manchmal sieht man die Fehler erst hinterher, manchmal stellt sich ein Fehler vielleicht gar nicht als Fehler raus, aber es gibt so ein paar Sachen, wo ich sagen würde, jetzt nicht unbedingt auch bei mir, aber wo ich sagen würde, das waren die größten Fehler. Also der größte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe, wirklich, das war Geld zu verleihen. Das kann ich jedem nur sagen, verleiht kein Geld zu niemanden oder macht es als Geschäft. Also wenn man Geld als Geschäft verleiht, das heißt, man lässt sich Zinsen dafür zahlen, dann kann man das machen. Aber das war, würde ich wirklich sagen, so der größte Fehler, den ich in meinem Leben gemacht habe. Und ich meine auch, du hast es ja auch mit Zinsen gemacht und ja, aber trotzdem, da ist es dann schwer, das Geld wiederzukriegen. Es ist wirklich sehr, sehr, sehr schwierig. Es ist schwierig. Es ist, man lernt die Leute von einer ganz anderen Seite kennen. Und ja, ich sage mal nur so als Beispiel, ich habe auch einem Geld geliehen, der ist jetzt verstorben. Dann hat man wirklich, ja, dann hat man Probleme. Also das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sagen würde, mit einer der größten Fehler, die man machen kann. Quasi seid euch bewusst, wenn ihr Geld verleiht, dass ihr es eventuell nicht mehr wiederkriegen. Ja, ich sage immer, mittlerweile bin ich so, dass ich sage, ich verschenke es. Ja, ja, dann weiß ich, dass ich es wenigstens nicht mehr wiederbekomme. Ja. Gut, den zweiten größten Fehler, den man eigentlich machen kann, so blöd es klingt, aber das ist wirklich, das ist ein Partner nehmen. Das Thema mit Partnern ist, es ist sehr, sehr schwierig, weil ich sag mal, ich habe vor Jahren eine Firma in der Dominikanischen Republik aufgemacht, auch mit Partnern. Und ja, der eine Partner, der hat dann angefangen, Geld auszugeben und Sachen zu kaufen. Und ich habe damals noch nicht so gut Spanisch gesprochen. Das heißt, ich habe viele Sachen nicht verstanden, habe auch alles gar nicht so mitgekriegt. Also das war nachher, ich habe das Geld reingesteckt und er hat es ausgegeben. Also Partner ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo man wirklich aufpassen sollte. Mhm. Man sollte grundsätzlich, gibt es eine ganz einfache Regel. Und das hat, glaube ich, jeder Mensch hat instinktiv oder intuitiv, wie man es nennen will, hat man so eine Schutzfunktion und das heißt das Bauchgefühl. Wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, dann sollte man die Finger davon lassen. Mhm. Ja? Also das sind immer so Dinge, ich habe Aufträge gemacht, ich werde es nie vergessen, sage ich immer jedes Mal, wenn ich in Hannover am Audi-Zentrum vorbeifahre, müsste eigentlich ein Schild stehen, gesponsert bei Ingenieurbüro Ganz. Da habe ich damals die Stromversorgung, die Trafostation gemacht und ich habe den Auftrag sozusagen bekommen und ich habe das erste Mal den Auftraggeber, also meinen Auftraggeber dann kennengelernt. Und das war so eine Besprechung und wir gehen da rein und dann sehe ich da einen Mann, wo ich so gedacht habe, also was ist denn das für ein Fliegenfranz? Ne? Also da habe ich gedacht, was ist denn das für einer? So, und das war mein Auftraggeber. Also ich kannte ihn persönlich noch nicht und da war mein Bauch wirklich, der hat sich dreimal umgedreht. Ja. Und ich habe so gedacht, Alter, der kann doch niemals so eine Firma führen. Ja, hätte ich damals mal drauf gehört, ich hatte damals wirklich Glück gehabt, dass die Sekretärin Mitleid mit mir hatte, weil die hat mir dann immer noch ein bisschen Geld überwiesen, dass ich wenigstens ein bisschen was bekommen habe von dem, was ausstand. Aber es war letzten Endes, das war so eine Erfahrung, die ich gelernt habe. Und ich muss dazu sagen, dass ich da in meinem Leben wirklich immer Glück hatte, also was Ausfälle angeht. Also ich habe zweimal solche Ausfälle gehabt. Schlimm genug, aber man sollte auf sein Bauchgefühl hören. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und so
der wichtigste Punkt eigentlich auch neben Bauchgefühl, was ich immer sage, lasst die Finger von Dingen, wo ihr keine Ahnung von habt. Also das ist ein Punkt, wo ich sage das Thema immer wieder, ich habe keine Ahnung von Aktien. Bist du explodiert? Nein. Ich habe keine Finger von Aktien und ich lasse die Finger von Aktien, weil man kann nur verlieren. Hm. Wenn ihr etwas macht, wenn ihr etwas tut, dann macht euch schlau, informiert euch, kümmert euch selbst drum, macht euch schlau, aber wenn ihr keine Ahnung habt, dann lasst die Finger davon. Also das sind so die Punkte, wo ich sagen würde, kein Geld verleihen, beim Partner vorsichtig sein, Bauchgefühl hören und eben wirklich die Finger von Dingen lassen, wo ihr keine Ahnung habt. Das sind so die wichtigsten Dinge im Geschäft. Also geschäftlich, das ist klar. Privat gibt es den einzigen größten Fehler, den man finanziell machen kann, das ist zu heiraten. Ja, also alle meine geschäftlichen Fehler waren nicht so teuer wie das Heiraten. Muss man ganz klar sagen. Okay, nein, stopp. Das Heiraten ist gar nicht so teuer. Das Teure ist es scheiden lassen. Also das ist das Einzige. Und da ich das zweimal hinter mir habe, kann ich also nur sagen... Obwohl in deiner letzten Ehe auch sehr viel Geld rausgesprungen ist auch, bei deiner Frau. Ne? Auch das, ja. Also wie gesagt, also das ist eigentlich der größte finanzielle Fehler, den man machen kann im privaten Bereich. Und man muss dazu auch sagen... Das ist ja, man kann es schon fast wieder geschäftlich sehen, weil man ja einen Vertrag abschließt, den Ehevertrag. Yep. Also. Ja, ist es auch. Also, jetzt nicht den Ehevertrag, aber der Ehe an sich ist ja, ja, notariell festgehalten, ja, und das Witzige, ist quasi wie ein Vertrag. Ja, das Witzige ist nur, man kann heiraten ohne Rechtsanwalt, aber scheiden lassen kann man sich nur mit Rechtsanwalt. Und der kostet wieder Geld. Also, gut, da können wir vielleicht mal irgendwann ein privates Video von machen. Also das Thema Scheidung, da habe ich auch erfahren. Nein, gut, also das, nein, aber wie gesagt, Spaß beiseite. Wenn man heiratet, aber da werden wir vielleicht auch nochmal ein Video von machen, worauf soll man achten, wenn man verheiratet ist und Geschäfte hat. Auch ein ganz spannendes Thema. Ja. Definitiv. Gut. Also, ich hoffe, ihr habt was gelernt aus den Fehlern meines Vaters. Ich auf jeden Fall. Das sind, wie gesagt, Sachen, die wirklich auch sehr wichtig sind, wo man halt auch eben sehr schnell sehr viel Geld verlieren kann. Eine Unterschrift und das Geld war weg. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst uns bitte ein Like da, lasst ein Abo da für den Kanal, teilt es mit euren Freunden, wenn die auch an solchem Content interessiert sind. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt uns die bitte in den Kommentaren. Wir werden sie entweder dort beantworten oder wir machen ein separates Video draus. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Ciao. Ciao. That's why I'm like FD off the side. Real eyes, real lies, all those real lies. Meet me on the other side.